Ab wann sollte man sich mit dem Thema Ruhestand beschäftigen? Wie kann man den Ruhestand so zeitig wie möglich antreten? Und welche Möglichkeiten gibt es? Kann man sich das finanziell leisten? Eine Möglichkeit erkläre ich am Ende des Videos. Hallo, meine lieben Zuschauer, mein Name ist Jutta Martin, ich bin selbst Rentnerin und ich berichte hier über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Sichert euch hier unter diesem Video den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, natürlich ebenfalls gratis, speziell für Rentner. Bis ins hohe Alter arbeiten und keine Freizeit genießen können, ist für viele eine Horrorvorstellung. Zeit ist die wertvollste Ressource, die wir alle haben. Deshalb denken viele darüber nach, wie sie ja so zeitig wie möglich ihren Ruhestand genießen können. Die erste Anlaufstelle ist eigentlich die deutsche Rentenversicherung. Dort liegt der komplette Versicherungsverlauf vor und man kann sich über die Möglichkeiten des Renteneintritts beraten lassen. Die Beratung ist kostenlos und kann sowohl telefonisch als auch persönlich erfolgen. Die deutsche Rentenversicherung kann genau sagen, wann man frühestens und mit wie vielen Abschlägen in Rente gehen kann. Die deutsche Rentenversicherung stellt dafür auch einen Rentenbeginnrechner zur Verfügung. Den Link zu diesem Rentenbeginnrechner findet ihr hier unter diesem Video. Eine Möglichkeit, bis zu 7 Jahre eher in den Ruhestand zu gehen, ist die Altersteilzeit. Darüber habe ich bereits ein Video veröffentlicht. Den Link findet ihr ebenfalls hier unter diesem Video. Ja, die Rente für langjährig Versicherte nach 35 Versicherungsjahren ist mit enormen finanziellen Einbußen möglich. Sonderzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung würde ich persönlich nicht machen und daher auch nicht empfehlen. Bei der Immobilienrente gibt es so Pro und Contra. Was bleibt da noch übrig und ab wann sollte man sich mit dem Thema überhaupt beschäftigen? Oft wird so als Orientierung ab 50 Jahre angegeben. Aber das ist eigentlich schon viel zu spät. Heutzutage beschäftigen sich schon viele junge Leute mit dem Thema, weil vielen schon klar ist, dass sie mal keine Rente mehr bekommen werden. Und dazu muss man kein Mathematiker sein, um das zu erkennen. Eine klassische Rentenversicherung, Riester-Rente oder Rürup-Rente sind auch nicht das Gelbe vom Ei und aus meiner Sicht überhaupt nicht empfehlenswert. Es gibt da nämlich im Versicherungsaufsichtsgesetz VAG den Paragraph 314, der sehr zum Nachteil der Versicherungsnehmer ist und den viele gar nicht kennen. Da steht so sinngemäß drin, sollte ein Versicherungsunternehmen in finanzielle Notlage geraten, kann durch Anordnung der Aufsichtsbehörde festgelegt werden, dass der Rückkauf, die Beleihung oder die Auszahlung der Versicherungsleistung verboten oder die Leistung herabgesetzt werden. Und jetzt kommt der Hammer. Die Pflicht der Versicherungsnehmer, weiter ihre Beiträge zu zahlen, ist davon nicht berührt. Was bedeutet das im Klartext? Im Klartext bedeutet das, wenn ein Versicherungsunternehmen in finanzielle Schieflage geraten ist, kommt ihr nicht an euer Geld ran, weil der Vertrag nicht gekündigt werden kann. Den Versicherungsbeitrag könnt ihr aber brav bis zum Ende der Vertragslaufzeit zahlen, um die Insolvenz des Unternehmens abzuwenden. Aber welche Möglichkeiten gibt es noch für einen zeitigen Ruhestand? Eine Möglichkeit ist der Frugalismus. Er ist 2008 einer Bewegung namens FIRE in den USA als Folge der Finanzkrise entsprungen. Minimalismus, ein ja, Gegenkonzept zum Konsumwahn, kennen wahrscheinlich viele. Frugalismus dagegen ist nicht ganz so bekannt. Zwischen Frugalismus und Minimalismus bestehen Ähnlichkeiten. Beide verbindet der Wunsch nach Lebensglück.
Frugalismus bedeutet, ein sparsames Leben zu führen und auf Dinge zu verzichten, die nicht nötig sind. Frugalisten legen den größten Teil ihres Geldes an, um früher als üblich in Rente gehen zu können. Der Zug ist allerdings für die jetzigen Rentner leider abgefahren, aber eine Möglichkeit für die nächste Generation. Jeder hat natürlich ja andere Bedürfnisse, aber es lohnt sich, eine gesunde Kombination zwischen Konsum und Sparen zu finden. Als Frugalist beschäftigt man sich mit Verzicht auf unnötigen Konsum und denkt mehr über seine Finanzen nach. Bei aller Sparerei sollte man aber nicht vergessen, auch zu leben. Eine alte Weisheit lautet: Egal was du machst, mach es bewusst, in Maßen und versuche auch an später zu denken.